Ob es heute im Deutschen Bundestag auch so eine lange Nacht gibt, das weiß mein Kollege Erhard Schärfer jetzt live in Berlin. Erhard, wie voll ist die Agenda heute im Bundestag und was steht Interessantes an? Ziemlich viel, ziemlich groß, ziemlich umfassend, aber 5 wird es definitiv nicht, weil die Sitzungszeit bis ungefähr 14 Uhr, 15 Uhr begrenzt ist. Am Freitag ist das üblich, da macht man die Nacht eher selten durch. Wir haben 2 wichtige Tagesordnungspunkte gleich zu Beginn. Da geht es zum einen gleich um 9 um eine Änderung im Strafgesetzbuch. Da geht es um härtere Strafen für Wohnungseinbruch, Diebstähle, so heißt das. Und dann gleich im Anschluss ein in den vergangenen Jahren sehr häufig diskutiertes Thema und Problem, nämlich der sogenannte Hass im Netz oder Hasskommentare im Netz. Es geht um Verleumdung, um Bedrohung, es geht um Volksverhetzung, es geht um gefälschte Nachrichten und alles, was dazugehört. Da hatten die Plattformanbieter wie Facebook oder Twitter 2 Jahre Zeit, selber etwas zu tun, um den Betroffenen, um Opfern Möglichkeiten an die Hand zu geben, sich dagegen zu wehren. Geschehen ist zumindest wenig und deswegen gibt es jetzt einen Gesetzentwurf aus dem Justizministerium, der heute eingebracht wird von den Koalitionsfraktionen. Das spart Zeit, weil man sich da die Fristen der Stellungnahme des Bundesrates sparen kann. Das ist aber auch insofern interessant, weil hier wir heute Morgen durchaus 2 Koalitionäre hätten einladen können aus SPD und Union. So unterschiedlich sind in vielen Punkten die Ansichten zu diesem Gesetz. Wir sind trotzdem bei unserer traditionellen Besetzung geblieben und deswegen freue ich mich, dass heute Morgen hier sind Renate Künast von Bündnis 90 Grünen, Vorsitzende im Rechtsausschuss, und Johannes Fechner ist da, der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Bevor wir auf ein paar besonders umstrittene Punkte gucken, Frau Künast, Sie sind häufig sehr arg angegangen worden im Internet, bei Twitter und bei Facebook. Sie haben sich dann eines Tages auf den Weg gemacht mit einer Kollegin vom Spiegel und haben Hausbesuche gemacht bei denen, die Sie bepöbelt haben. Hat sich was geändert seitdem? Nein, es hat sich nichts geändert. Allenfalls für mich der Blick darauf, dass es Einzelpersonen gibt, die pöbeln, die unzufrieden sind und meinen, sie haben jetzt im Netz wirklich die Hürde, die Distanz zwischen Politikern irgendwo in der Republik und sich an einem anderen Ende überwunden und könnten einen direkt erreichen. Deren Emotion oder Unzufriedenheit oder auch Unverständnis mit dem, was passiert, ist für mich was anderes als systematisches Hetzen. Und es gibt rechtsextreme Organisationen bis hin in den Bereich der AfD, die das systematisch ausnutzen. Und deshalb ist meine große Sorge, bin ja nicht ich selber, sondern was macht das in der Bevölkerung mit Menschen, auch Kindern, Jugendlichen, ja, die das Mobbing erfahren, Menschen, die Sozialarbeit machen, wenn die angefeindet werden? Und was macht das in der Gesellschaft, wenn Parteien wie die AfD das so unsere Art miteinander umzugehen so weit nach rechts verschieben? Ja? Wir gucken gleich mal drauf, ob was die Maßnahmen da bringen könnten unter Umständen. Haben Sie 29.500 Follower bei Twitter, habe ich gesehen, gestern Nachmittag. 19.000 Facebook-Freunde oder Menschen, die Ihre Seite mögen. Das ist bei Ihnen, Herr Fechner, etwas besser oder irgendwann mal einfacher. Einen Twitter-Account haben Sie gar nicht, habe ich gesehen. Aber auch in Anführungszeichen nur 747, die Ihren Facebook-Account abonniert haben. 763 Personen, denen das gefällt. Sind Sie besser dran oder haben Sie das Problem auch schon erfahren? Nein, ich glaube, jeder von uns steht hier in der Schusslinie und bekommt jetzt gerade, wo es auf den Wahlkampf zugeht, auch schwierige Mails oder Beleidigungen. Ich finde, wir können da einfach nicht mehr zugucken. Das hat einfach ein Ausmaß angenommen, das wir nicht mehr tolerieren können. Es geht ja nicht nur um uns Politiker, sondern auch Normalbürger werden gemobbt, bedroht oder beleidigt im Netz. Und ich habe eben übers Internet die Möglichkeit, millionenfach solche Hassbotschaften zu verbreiten. Und dagegen müssen wir vorgehen. Wieso ist das Gesetz nötig? Das haben Sie schon angesprochen. Was kann, was soll es bewirken? Sie sind im Ziel, sind Sie sicher einig? Also, dass die Menschen, die betroffen sind, die Opfer werden von solchen Pöbeleien, von Bedrohungen, dass die Mittel an die Hand bekommen, sich dagegen zu wehren, dass solche Beiträge gelöscht werden. Wenn Sie sich im Ziel so einig sind, warum müssen Sie trotzdem einen eigenen Antrag hier heute einbringen für die Grüne Fraktion? Weil ja offenbar ja einiges aus dem, was aus dem Bundesjustizministerium kommt, Ihnen nicht reicht. Was ist der Kernunterschied, den Sie da sehen? Also als allererstes ist unser Antrag breiter. Wir gehen nämlich davon aus, dass es nicht nur darum geht, Vorschriften zu schaffen zur Löschung rechtswidriger Inhalte, sondern dass wir uns auch Gedanken machen müssen über Prävention, über Medienkompetenz, über Bildung und andere Bereiche, weil die Menschen ja real damit umgehen müssen. Also das Ordnungswidrigkeitenrecht schafft nicht alleine eine Lösung an der Stelle. Und hinsichtlich der Löschung rechtswidriger Inhalte, wozu Herr Maas und die Bundesregierung jetzt ein Gesetz vorlegen, sind wir unzufrieden, nicht nur mit dem Hauruck-Verfahren. Sehen Sie mal, wir kriegen jetzt einen Gesetzentwurf, von dem wir schon wissen, dass er so
schon jetzt in den Koalitionsfraktionen angezweifelt wird und geändert wird. Wir haben ein noch nicht laufendes Notifizierungsverfahren, weil wir müssen sozusagen die Erlaubnis der EU dazu kriegen. Die kriegen wir dann möglicherweise in letzter Sekunde. Ein Hauruck-Verfahren, das weder mit NGOs draußen noch mit Wirtschaft wirklich gut besprochen wurde. Der runde Tisch war viel zu lang. Und jetzt streiten wir uns um die einzelnen Regeln, weil ich finde, die, die Milliarden verdienen, müssen auch ein Beschwerdemanagement haben, das übrigens auch funktioniert, auch zeitnah funktioniert, bevor alles 100-mal um die Welt geschickt wurde. Aber es muss auch so sein, dass Meinungsfreiheit gewahrt wird, dass in diesen einzelnen Bereichen wirklich Klarheit herrscht. Geben wir ihm zwischenzeitlich die Gelegenheit, das was darauf zu erwidern. Sie haben gesagt, es ist ein Schnellschuss. Das sagt interessanterweise auch die Vorsitzende des CSU-Netzrates, Dorothee Bär. Sie sagt, die Definition der rechtswidrigen Inhalte, die Sie eben auch angesprochen haben, sei ungenau. Dieser Vorwurf kommt auch von Medienrechtler der TH Köln. Warum ist es Ihnen nicht gelungen, wenn ich mal voraussetze, dass das stimmt, die rechtswidrigen Inhalte präziser zu definieren? Also das ist ganz präzise definiert. Die Kollegin Bär ist ja nicht auf dem laufenden Stand der Verhandlungen. Wir haben es in der Begründung nochmals klargestellt, auf welche Dienste dieses Gesetz Anwendung finden sollte, nämlich nur auf soziale Netzwerke wie Facebook oder YouTube und eben nicht auf Gmx oder web.de, LinkedIn oder WhatsApp. Solche Dienste sollen gerade nicht erfasst werden. Jetzt muss ich gleich mal dazwischen, weil ich habe ja über rechtswidrige Inhalte gesprochen und nicht über die Plattformen, die betroffen sind. Das könnten wir vielleicht nochmal gesondert machen. Auch da haben wir eine klare Vorschrift, wo wir die Straftatbestände benannt haben. Wenn solche Straftaten begangen werden, die unter diese Straftatbestände fallen, dann soll das Gesetz Anwendung finden. Also von Unklarheiten kann ja keine Rede sein. Nichtsdestotrotz werden wir hier Klarstellungen noch vornehmen. Welche denn? Wenn es offenbar keine Unklarheiten gibt, warum dann trotzdem noch Klarstellungen nötig? Wir werden Klarstellungen vornehmen, was den Anwendungsbereich angeht, wie viele registrierte Nutzer muss ein Netzwerk haben, dass wir eben nicht die Kleinen treffen. Und wir werden klarstellen, wie umfangreich ein Auskunftsanspruch sein muss, damit Netzwerke nur dann Auskünfte über ihre Nutzer herausgeben dürfen, wenn ein Richter das entschieden hat. Das ist uns ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt hier vereinzelt noch Präzisierungsbedarf, das kriegen wir aber locker hin. Auch das Notifizierungsverfahren wird abgeschlossen sein. Und wir werden auf jeden Fall in der Legislaturperiode noch ein Gesetz beschließen. Im Übrigen ist es schon putzig, die Grünen haben sich auch nicht gerührt. Da kam lange Zeit nichts. Wir in der SPD haben gestern Abend eine große Diskussion mit 300 Menschen aus der Zivilgesellschaft, aus der Netzgemeinde, mit Journalisten gehabt zu diesem Thema. Also der Entwurf ist sorgfältig vorbereitet. Bei uns jedenfalls, bei der Union, ist nicht jeder auf dem aktuellen Stand der Dinge. Der Kollege von Fallower hatte gestern Morgen hier, weil der Bundestag verspätet angefangen hat, eine Viertelstunde länger Zeit für dieses Interview. Die hätte ich heute auch, die werde ich nicht kriegen. Deswegen müssen wir im Schnellverfahren doch noch leider auf ein paar Punkte gucken. Ein Vorwurf, der unter anderem auch aus der SPD kommt, ist, dass jetzt sich Unternehmen, also Konzerne wie Facebook oder wie Twitter, plötzlich recht sprechen. Nämlich, weil sie an den Punkt geraten, darüber zu entscheiden, ob ein Inhalt rechtswidrig ist oder nicht, ob er gelöscht werden kann oder nicht. Was sagen Sie oder sind Sie auch auf dieser Linie der Argumentation? Oder? Das ist ja eines genau von vielen Problemen, weshalb man dann eine Konkretion schaffen muss. Also wenn man nicht will, dass man in einer Grauzone Unternehmen, man nennt das gemeinhin Privatisierung des Rechts, Unternehmen dann alleine entscheiden, das wollen die auch nicht, weil sie natürlich wissen, sie kommen da in Teufelsküche. Ob etwas strafbar ist, entscheidet in Deutschland ein Gericht. Insofern gibt es heute schon arbeitende Beschwerdestelle, die sehr intensiv auch mit Polizei, Staatsanwaltschaften und so zusammenarbeiten, um tatsächlich einzuschätzen, ob diese Aussage unter folgenden Paragraphen fällt. Das müssen die dann im Zweifelsfalle ja auch noch leisten. Sie sehen, das ist gar nicht so einfach. Es mag sein, das muss ich aber sagen, dass die SPD es intern und der Minister lange diskutiert hat. Aber der Parlamentarismus in Deutschland heißt nicht, eine Partei diskutiert mit sich selber, sondern heißt, dass hier in diesem Hohen Hause hinreichend Zeit sein muss, die Dinge auch von allen Seiten sozusagen zu beleuchten. Jetzt wird das Gesetz in anderer Fassung noch eingebracht, um die Bundesratsfristen sozusagen zu umgehen und nicht zu haben. Aber Sie müssen ja eins sehen, die Bundesländer haben eigentlich die Zuständigkeit für Medien. Also die Landesmedienanstalten sind da. Könnte man auch darüber diskutieren, ob das nicht über die Landesmedienanstalten passieren muss. Die Länder müssen die vielen Staatsanwälte und Richter, wenn sie ihre Regeln durchsetzen, einstellen. Also insofern finde ich, ist es zu schnell geschossen. Ich gehe nochmal zurück zu dem Punkt Privatisierung des Rechts oder nichts. Da haben Sie gerade mit dem Kopf geschüttelt, als wäre das Problem eigentlich gar nicht da. Also wenn man das Gesetz genau liest,
dann wird man feststellen, dass Gerichte darüber entscheiden, ob ein rechtswidriger Inhalt zu löschen ist. Nur dann darf eine Bußgeldbehörde Entscheidungen wie die hohen Bußgelder, die wir haben, anordnen. Also das ist glasklar so geregelt. Und zum Thema Privatisierung der Rechtsverfolgung in diesem Bereich, da ist zu sagen, dass die entscheidende Regelung, die von allen Seiten gelobt wird, von allen, von den Verbänden, aber auch von allen Fraktionen, dass wir endlich in Deutschland eine Zustellperson bestimmen. Das heißt, die Unternehmen werden verpflichtet, in Deutschland eine zustellfähige Person zu benennen, an die Bürger ihre Unterlassungsklagen oder Strafverfolgungsbehörden ihre Verfügungen erlassen sollen. Damit die Rechte, die wir heute schon haben, wir haben ja heute schon die Unterlassungsansprüche, dass die auch tatsächlich durchgesetzt werden können. Das ist ein ganz, ganz großer Fortschritt, der allseits gelobt wird. Das mag sein, dass das gelobt wird, aber nichtsdestotrotz bleibt einiges an Kritik, beispielsweise an dem Vorgehen oder von den Möglichkeiten der Plattformanbieter. Und vor allem wird kritisiert, dass die Löschfristen relativ kurz sind, weil man ja bei bestimmten Tatbeständen das innerhalb von einem Tag machen soll. Wenn es ein bisschen kompliziert, in 24 Stunden, wenn es etwas komplizierter sein wird, dann haben die Anbieter bis zu 7 Tagen Zeit, um das genauer zu prüfen. Aber selbst bei dieser 7-Tage-Frist sehe ich ja noch nicht, wieso da ein Gericht oder ein Richter entscheidet, ob was strafbewehrt ist oder nicht. Deswegen gibt es das Bußgeld ja nicht, wenn ein Unternehmen nicht löscht und dafür jetzt reden wir aber nicht über das Bußgeld, weil das ist ja nochmal eine andere Baustelle, sondern jetzt reden wir erstmal über diese Fristen irgendwie, wo es sagt, ein Tag ist doch nur wirklich eigentlich sehr, sehr wenig und kann, das ist der Vorwurf, dazu führen, dass das Anbieter schneller löschen, als es nötig ist, auch mehr löschen, als es nötig ist. Das ist die Kritik, die im Raum steht und über die reden wir jetzt mal. Wir wollen ja gerade nicht, dass Unternehmen quasi im vorauseilenden Gehorsam im Zweifel gegen die Meinungsfreiheit löschen. Und deswegen haben wir geregelt, dass nur bei offensichtlichen Straftatbeständen innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden muss. Und das ist eine Regel, die kann man ganz einfach einhalten. Wenn Facebook und Co. Milliardengewinne machen, dann muss es möglich sein, dass die ein Beschwerdesystem errichten, dass die Rechtsanwälte beauftragen oder eigene Juristenabteilungen aufstellen, die prüfen, ob eine Straftat offensichtlich vorliegt oder nicht. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit, das ist bei den hohen Gewinnen wirklich zumutbar und zu erwarten. Das ist ja gar nicht strittig, das ist ja eine Geschichte mit den... Sehr schön. Na gut, dass du es merkst. Da laufen die Grünen auch schon seit Jahren mit rum, dass wir gesagt haben, dieses Notice- und Takedown-Verfahren, wie das da ist. Das müssen wir gerade übersetzen. Das heißt, dieser englische Begriff heißt immer dann, wenn dir dem Unternehmen ein Sachverhalt gemeldet wird, müssen sie ihn prüfen, um dann also das Takedown zu löschen. So. Und dieses Verfahren innerhalb von 24 Stunden sieht das Telekommunikationsgesetz, glaube ich, jetzt sogar schon vor als 24 Stunden. Das sagen wir Grünen auch gar nicht anders. Die Frage, es wird nur nicht umgesetzt und deshalb haben wir ja also schon vor Jahren auch gesagt, da muss angeschärft werden, da muss es Regeln geben. Wir haben auch gesagt, nicht so lange runde Tische, sondern auch mal zu einer gesetzlichen Regelung kommen, die das klarer stellt, was die tun müssen, weil auch die Anbieter da dann immer rumeierten. Jetzt ist aber die Frage, wie genau setzt du das um? Was sind die Voraussetzungen? Also ich meine, ich versuche ja jetzt immer schon bei Avato, die das im Augenblick für Facebook machen, hinzukommen, um zu gucken, sind das eigentlich qualifizierte Personen? Es ist übrigens auch nicht so einfach, Leute zu finden und die sich diesen ganzen Dreck dann irgendwann ansehen müssen, dann hast du auch eine Fürsorgepflicht. Aber die Frage ist dann, wie genau wird das formuliert? Wofür genau gibt es gegenüber wem ein Bußgeld und so? Diese ganzen Umsetzungen, das ist ja ein Durchsetzungsgesetz von etwas, was eigentlich schon als Recht existiert. Und in dieser Umsetzung muss man nämlich aufpassen. Und da finde ich, die Not da war schon lange da, aber jetzt am Ende in den letzten 4 Sitzungen, wo wir nicht mal die Endfassung aus Brüssel kennen, wo auch Ihre Vorlagen in Begründungen steht, aber nicht in den Paragraphen, das halte ich halt für ein unwürdiges Verfahren. Und so müssen wir es leider beenden an dieser Stelle. Um ungefähr 10 Uhr wird es im Plenum weitergehen mit diesem Thema. Dann werden wir möglicherweise auch den Bundesjustizminister zu diesem Thema noch mal sehen im Bundestag. Den sehen wir übrigens jetzt schon, meine Damen und Herren. Der ist vor einigen Sekunden ans Pult gegangen und spricht jetzt aber zum ersten Tagesordnungspunkt. Und das ist, wie gesagt, die Änderung im Strafgesetzbuch bezüglich von Wohnungseinbruchsdiebstählen. Alles Weitere direkt aus dem Plenum.